Also es ist der 14.01. Wir stehen hier in Lubmin am neuen LNG-Terminal. Und die Bundesregierung bzw. Olaf Scholz hatte keine besseren Pläne, als heute mit dem Helikopter hier einzufliegen, um die nächste fossile Abhängigkeit zu zementieren. Und dagegen protestierten etwa 300 Menschen in drei verschiedenen Demos rund um den Industriehafen in Lubmin. Auf der größten Demo waren vermehrt pro-russische Symbole zu erkennen, ähnlich wie auf den bisherigen Energiedemos. Mal wieder ganz vorne mit dabei, Ex-AfD-Mann und Corona-Demo-Organisator Thomas Kerl. Bundeskanzler Scholz wurde alles andere als freundlich begrüßt. Die Demo-TeilnehmerInnen haben ihn als Kriegstreiber betitelt. Grund dafür ist unter anderem der 283 Meter lange LNG-Tanker Neptun, der seit etwa einem Monat im Lubminer Hafen liegt. Olaf Scholz hat ja gezeigt, dass man sehr schnell Dinge umsetzen kann. Zum Beispiel diese LNG-Terminals einfach so zu bauen und auch auf die, dann auf umwelttechnische Sachen einfach immer nicht genau hinzugucken. Dazu hat er jetzt vor kurzem in einem Interview gesagt, dass er sich wünschen würde, dass unsere Proteste für mehr Windkraft sein würden, wo ich mir an den Kopf fasse und mir denke, was glaubt ihr denn, was wir machen? Ja, wir haben riesige Windkraftanlagen, die ans Netz angeschlossen werden müssen. Unser eigener Sachverständigenrat sagt, wir müssen stärker auf erneuerbare Energien setzen. Und er hat ja gezeigt, dass er in der Lage ist, durchaus Dinge zu beschleunigen. Warum beschleunigt er also die Technologien, die unsere Zukunft kaputt machen und die den Konzernen das Geld in die Hand drücken, die unsere Zukunft zerstören? Und darunter leiden aktuell die AnwohnerInnen aus Lubmin, Spandauer Hagen und Umgebung. Sie berichten von permanentem Lärm, der mit LKWs zu vergleichen wäre. Sie sagen, ihre Gemeinde hat im Vorfeld nicht darüber informiert. Energie muss bezahlbar sein, natürlich, es muss für alle bezahlbar sein. Und wir sind ja schon an einem Punkt, dass erneuerbare Energien die günstigste Form sind, Energie und Strom zu erzeugen. Das heißt, dass wir uns jetzt in die nächste Abhängigkeit begeben von RWE, von Katar und all dem, das werden wir alle wieder teuer bezahlen. Das heißt, der Weg zu erneuerbaren Energien ist der Weg für bezahlbare Energie für uns alle. Abgeschirmt von allen Demonstrierenden und ihren Interessen haben Bundeskanzler Scholz, Ministerpräsidentin Schwesig und Umweltminister Backhaus den Genehmigungsbescheid für die Anlage übrigens an deren Geschäftsführer übergeben.